Der Wald in Deutschland passt etwa 1,4 Millionen Hektar. 32% der gesamten deutschen Fläche ist somit Waldfläche. Da fuck. Ist ja nicht so schlimm. Ist doch nice. Wem interessiert das? Ist doch gut, dass. Ja, ist gut, aber. Weißt du, was viel schlimmer ist? Mich als Umweltschützer interessiert. Ja, schon. Ne? Also, lol. Also, weißt du, was viel schlimmer ist? Oder über was die Leute mehr informieren müssen? Müssten? Ja, genau, über Artikel 13. Sind jetzt nämlich morgen die letzten Verhandlungen und eventuell noch am Mittwoch oder so, weil bis Donnerstag muss das beschlossen sein und Deutschland will Artikel 13 unbedingt haben. Vor allem die Merkel. Was ist das nochmal? Artikel 13 ist quasi mäßig ein Zensurgesetz fürs komplette Internet, sprich, dass alle Plattformen, also Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, YouTube, alles, Filter einbauen müssten, die quasi Urheberrechtsverletzungen verhindern, und da das für so, so viele Plattformen einfach so extrem kostenaufwendig wäre, dass die daran kaputt gehen würden, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass sehr viele, also beziehungsweise alle europäischen Länder, auf sehr vielen Seiten geo-geblockt werden, sprich, wir kommen da gar nicht mehr drauf. Ist doch scheiße, ne? Ja. Ja. Und wirklich, das ist wirklich der größte Mist, den ich hier gehört habe. Und das Ganze, ist jetzt vor kurzem etwas abgeklungen. Und dann hieß es, okay, Artikel 13 kommt doch nicht, weil Deutschland und Frankreich konnten sich nicht einigen und bla. Aber die konnten sich jetzt doch einigen, weil Frankreich wollte eine Verschärfung des Gesetzes und Deutschland wollte halt so eine Ausnahmeregelung. Und die Ausnahmeregelung ist halt absolut lächerlich. Und zwar muss die Seite weniger als 3 Jahre alt sein, weniger als 10 Millionen Euro Umsatz im Jahr machen und weniger als 5 Millionen Nutzer pro Monat haben, glaube ich. Und so, no joke, das hat fast keine Seite. Und überleg mal, so kleine, ganz kleine Foren, die, was weiß ich, lass es 500 Nutzer haben, ja, im Monat. Und, was weiß ich, 5000 Euro Umsatz im Jahr. So, die müssten sich dann auch einen Upload-Filter kaufen, wenn die jetzt beispielsweise 3,5 Jahre alt sind. Und so ein Upload-Filter, allein YouTubes Content-ID-System hat mehr als 60 Millionen Dollar gekostet. Also kannst du dir ungefähr vorstellen, und das funktioniert ja nicht richtig, und das erkennt ja keine Urheberrechtsverletzungen. Ja. Dann kannst du dir ja vorstellen, was eine Entwicklung von einem Upload-Filter, der sowas machen soll, kosten wird. Ja, also, Das ist jetzt wirklich der größte Mist, den ich je gehört habe. Ja, es ist die größte Zensurmaschine seit, weiß ich nicht. Mein Urpakte sagte, Deutschland geht langsam, aber sicher vor die Hunde. Dome, du weißt ja, dass ich Animes gucke wahrscheinlich, ne? Ja. Für Vodafone, sag ich mal, Leute, die halt Vodafone haben, wurde beispielsweise BS2 und so weiter einfach gesperrt. Also nur Vodafone-Besitzer können halt auf die Seiten nicht mehr rauf. Das ist einfach nur lächerlich. Ja, da brauchst du VPN. Erik, wo du jetzt gerade sagst, sie kommen damit nicht durch. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob du dir die letzten Videos von Newsy angeguckt hast oder auch beispielsweise PietSmiet hat darüber auch ein Video gemacht. Das Ding ist halt, Deutschland will, also was heißt Deutschland? Wir wollen es ja eigentlich nicht. Eigentlich bestimmt 98% der Jugend aus Deutschland will dieses Gesetz nicht. Und die sind auch bei klarem Verstand. Aber das Problem ist, die Politiker und gerade die Merkel wollen diesen Upload-Filter unbedingt haben. Und ich weiß gottverdammt doch mal nicht wieso, aber sie wollen ihn unbedingt haben. Und das Problem ist, die haben ja auch einen Koalitionsvertrag, der bis 2021 beispielsweise gilt, einschließlich 2021, haben sie ja auch festgesetzt, dass sie keine Upload-Filter haben wollen und dass sie sowas strikt ablehnen. Und jetzt auf einmal wollen sie doch haben. Und das würde quasi gegen den Koalitionsvertrag verstoßen. Aber das Problem ist, dass das ja EU-weit das ist. Das ist mehr, als ich hier in der Schule gelernt habe. Das ist dieses... Ach scheiße, jetzt hast du mich voll aus dem Konzept gebracht. der Koalitionsvertrag ist ja EU-weit. Bundesweit. Ist der Koalitionsvertrag, genau, der ist bundesweit. Und dieser Artikel 13 ist EU-weit. Sprich, er würde das quasi umgehen, aber gerade auch viele Leute aus dem EU-Rat haben gesagt,
dass man sich als Deutschland, wenn man schon so einen Vertrag aufsetzt, auch an so einen Vertrag halten sollte. Und das ist halt doch schon ziemlich krass, wie sich Meinungen innerhalb von ein paar Monaten auf einmal ganz krass verändern können. Und viele gehen auch davon aus, dass die deutsche Politik das gerade nur haben will, weil Merkel natürlich immer mehr ziemlich krass in der Kritik steht und auch viele andere Politiker und die quasi so sehr viele Meinungen, die ihnen halt nicht passen, zensieren wollen, weil Artikel 13 beinhaltet ja nicht nur Urheberrecht, sondern auch, dass du beispielsweise keine Leute mehr im Internet mehr beleidigen kannst. Also du kannst auch nicht mal mehr einfach bei irgendwem in YouTube-Kommentare beispielsweise posten, geiles Video, du Wichser oder irgendwie sowas. Das wird dann beispielsweise gleich instant gefiltert und geblockt. So, keine Ahnung, das ist die Zensurmaschine hoch 30. Ich weiß nicht, ob irgendwer von euch noch ACTA kennt, das war genau sowas gleiches. Da haben sie das Ganze damals nicht durchgebracht, weil zu viele Petitionen unterschrieben wurden und weil zu viele Demos veranstaltet wurden und so weiter. Aber hierbei, bei Artikel 13, juckt die das gar nicht. Es haben fast 5 Millionen Leute bei so einer Petition unterschrieben, juckt keinen. Juckt seriously keinen. Und das ist mega traurig. Wie du geflogen bist. Thank you.